Wir sind heute zu Gast im schönen Münster bei der Firma Löchte, denn diese vertreibt seit fast 30 Jahren Schwimmbäder, Saunen und Whirlpools. Und ich habe heute einen Termin mit dem Geschäftsführer und Inhaber der Firma, Herr Löchte. Und der zeigt uns heute seine Ausstellung. Auf geht's! Guten Tag! Hallo! Frank Löchte. Sebastian Fabig. Herr Fabig, schön, haben wir einen Termin zusammen. Schön, dass Sie Zeit haben. Ich bin schon ganz aufgeregt. Ich freue mich. Sie wollten uns heute Ihre Firma zeigen, die Löchte GmbH. Und jetzt gucken wir uns die Ausstellung an. Gerne. Herr Löchte, sitzen tut jetzt gut. Wir sind gerade durch die 1000 Quadratmeter große Ausstellung gelaufen und es riecht ja hier förmlich nach Wellness. Die wichtigste Frage, was verkaufen Sie hier eigentlich? Wir verkaufen im Grunde genommen ein Wohlfühlgefühl mit Whirlpool, mit Sauna, mit Schwimmbad und mit dem Ganzen drumherum. Ich wollte gerade sagen, ich habe in der viele Accessoires gesehen, das gehört auch zu Ihrem Geschäft. Das gehört auch dazu, weil wir es ganzheitlich zeigen wollen und halt eben auch den Kunden von A bis Z betreuen. Das heißt also, er bekommt den Whirlpool, er bekommt die Sauna, er bekommt das, was er möchte, er bekommt auch nur einen Teilbereich. Aber was uns ganz wichtig ist, ist, dass er halt eben auch die Wartung bekommt. Das heißt also, wir sind nicht nur, wir machen das After-Sale genauso, ist uns genauso wichtig wie überhaupt der Verkauf des ersten Produktes. Wie lange gibt es den Standort, also diese Ausstellung dieser Form jetzt hier? Also die Löchte GmbH gibt es jetzt knapp 30 Jahre, also nächstes Jahr im April 30 Jahre. An diesem Standort hier sind wir in Teilen, weil wir eine Werkstatt hier haben, das Büro haben, seit 25 bzw. seit 12 Jahren. Und ihr seid ein Familienunternehmen, kann man so sagen, oder? Das sind wir. Und da bin ich sehr stolz drauf. Und es macht viel, viel Spaß und Freude, mit meinem Sohn mitzuarbeiten, dass er mittlerweile voll integriert ist ins Geschäft, dass er auch seine ganzen Prüfungen, Meisterprüfungen und Betriebswirt und so etwas hinter sich hat. Leute, ich habe mich gut auf das Interview vorbereitet. Ich habe in meinem Auto eine Badehose mit, weil ich gelesen habe, man kann hier was ausprobieren. Darf ich gleich wirklich mal schwimmen gehen hier? Ja klar, Sie dürfen schwimmen gehen, Sie dürfen auch oben in den Whirlpool gehen. Und wenn Sie in den Whirlpool gehen wollen, dann würde ich gerne mitgehen. Ja, das machen wir. Kommen Sie mit? Gerne. Ja, schön. Vor einiger Zeit haben wir uns entschieden, uns eine neue Sauna zuzulegen. Wir sind nach kurzer Recherche auf die Firma Löchte in Münster gestoßen. Uns hat es sehr gut gefallen, dass wir von der ersten konzeptionellen Beratung letztendlich bis hinterher zur Fertigstellung alles aus einer Hand bekommen haben. Wir hatten auch einige Gespräche hier bei uns vor Ort, damit das mit den anderen Handwerkern alles koordiniert und auch auf Maßhaltigkeit eingehalten werden konnte. Die Liefersituation war äußerst zufriedenstellend. In einem Tag wurde die komplette Sauna aufgebaut. Natürlich waren es vorher wochenlang an Renovierung. Was mir oder uns sehr gut gefällt, ist einfach heute die Saunen mit den großen Glasfronten, mit den modernen Technologien, LED-Beleuchtung, verschiedene Farben. Das ist natürlich eine ganz andere Geschichte. Wir hatten vorher eine Sauna aus den 80er Jahren, mehr so ein kleines Gefängnis. Und das ist natürlich heute eine ganz andere Baustelle. Mit der Firma Löchte, wie ich sagte, sind wir sehr gut gefahren. Das war vom Konzept bis hinterher zur Fertigstellung eine schlüssige Geschichte. Ja, wir sind sehr zufrieden mit der Beratung. Die Firma Löchte ist sehr auf unsere Wünsche eingegangen und hat uns darüber hinaus noch beraten und wirklich sehr, sehr gut. Ja, können wir nur sehr empfehlen. Ja. Ja, ich kenne die Firma Löchte schon seit fast 14 Jahren, seitdem ich hier angefangen bin und kann mich glücklich schätzen, diesen Partner kennengelernt zu haben. Ein zuverlässiger Betrieb, der sich vom Heizungsbau in das Thema Schwimmbad, private und öffentliche Objekte
hineingearbeitet hat, so muss man das tatsächlich sagen, mittlerweile auch seinen Sohn im Betrieb hat. Marc Löchte sind mittlerweile ein eingespieltes Team. Und es macht wirklich Spaß, mit ihm zusammenzuarbeiten. Frank ist eine Ausnahmeerscheinung, was die Planung angeht und technische Umsetzung in der Schwimmbadbranche. Gehört mit zu den besten Schwimmbadbauern Deutschlands für meinen Geschmack. Ich bin froh und glücklich, diesen Menschen kennengelernt zu haben. Zuverlässigkeit, Kompetenz und die Begegnung auf Augenhöhe ist tatsächlich das, was ihn eigentlich ausmacht. Ich wünsche ihm für seine weitere Zukunft, dass er weiterhin ein Riviera Pool Pro-Partner bleibt. Oh, das ist so unfassbar entspannend hier und schön. Ja, das ist mal ein Gastgeber, der sein Wort hält, würde ich sagen. Aber bevor jetzt irgendjemand auf falsche Gedanken kommt, es gibt kein neues öffentliches Schwimmbad. Aber bei ernsthaftem Kaufinteresse darf man hier auch gegen einen kleinen Obolus mal schwimmen. Oder ins Wasser steigen, aber in was eigentlich? In einen Whirlpool. Das hier ist ein klassischer Outdoor-Whirlpool. Unter freiem Himmel, wie man sehen kann. Und ja, eine Frage. Was war das größte Becken, was ihr in 30 Jahren Firmengeschichte gebaut habt? Das größte private Becken, was wir gebaut haben, war 20 mal 8 Meter. Ich glaube, das ist ein echtes Highlight. 20 mal 8 Meter. Und wenn Sie auch mal ein Highlight erleben wollen, dann kommen Sie doch einfach in die Ausstellung hier nach Münster. Das ist wunderschön. Nette Gastgeber gibt es hier auch. Und wenn Sie nicht ganz so viel Zeit haben und sagen, ja, ich will erstmal ein bisschen gucken, gar kein Problem, auf der Webseite www.löchte-gmbh.de können Sie sich ausgiebig informieren. Wir entspannen noch ein bisschen, oder? Wir entspannen noch ein bisschen. Tschüss. Ciao. Wir haben unsere Ausstellung auf 1600 Quadratmeter für Sie erweitert. Wir freuen uns auf Sie. Bis bald.